Heute bin ich auf dem Weg in eine längst verlassene Siedlung. Etwas war hier aber sehr, sehr komisch. Jedes einzelne Gelände war extra eingezäunt, was mich dazu brachte, noch einmal genauer nachzusehen, was eigentlich mit dieser Siedlung passiert war. Das Ganze gehörte zu einem britischen Militärstützpunkt, als Wohnhäuser eingerichtet. Geschlossen wurde der Stützpunkt 1992. Danach gab es noch mehrere Veranstaltungen auf dem Gelände. Die Siedlung wurde quasi als Backstage-Bereich noch das ein oder andere Mal genutzt für diese Veranstaltungen. Mittlerweile ist der Stützpunkt komplett zurückgebaut. Nur noch die Siedlung ist übrig mit ihren eingezäunten Grundstücken. Und man überlegt seitdem, was mit dieser Siedlung passiert. Flüchtlingsunterkünfte, Obdachlosenheime, dies, das. Zu einem Ergebnis kam man bis heute nicht und dementsprechend lässt die Bausubstanz auch zu wünschen übrig, wodurch man mittlerweile über den Abriss nachdenkt. Willkommen in der verlassenen Siedlung. Servus miteinander. Servus miteinander. Was ist denn jetzt los? Ey? Ich finde mich in einer Siedlung, in der überhaupt nichts mehr besiedelt ist. Das ist total crazy. Es sind zwar alle Gebäude eingezäunt, aber wow, Alter, wenn ich hier so durchgehst, irgendwie ist das so, dass The Walking Dead oder whatever Feeling, das ist absolut krank. Also, warum das Ganze hier verlassen ist? Keine Ahnung. Schau mal hier, ey, direkt das Gebäude, wie eingewachsen das ist. Richtig krass. Also läuft man hier die Straße lang, durch die komplette Siedlung. Alles zugewachsen. Und alle Grundstücke sind eingezäunt. Warum auch immer. Von daher werden wir natürlich auch nicht in die Gebäude reingehen, weil wir den Zaun einfach nicht kaputt machen wollen. Ne? Hier gab es einen Parkplatz. Aber da parkt auch schon Ewigkeiten. Kein Mensch mehr. Hier ging's los. Haus Nummer 1. Ein Parkplatzschild gibt's auch noch. Da oben scheint noch ein Schrank drin zu stehen. Das ist alles sehr merkwürdig. Merkwürdig hier. Es hat so ein bisschen Feeling von The Walking Dead oder sowas. Irgendwie postapokalyptisch. Warte mal hier, es gab einen Gehweg. Aber es ist auch schon, wie zugewachsen das einfach ist. Haus Nummer 8. Aber auch hier ist der Eingang zum Haus zugezäunt. Verrückt. Absolut verrückt. Hier gab es auch 2 Reihen Garagen extra für die Leute, die keine am Haus hatten oder der Parkplatz voll war. Oder man konnte sich die Garage dazu mieten. Man kennt es ja, ne? Einfach Garage dazu mieten. Aber auch schon alles komplett zugewachsen hier. Hier ist noch ein Tor und da hinten geht es auch noch weiter. Auf der Seite war auch noch ein Tor und da ging es auch noch ursprünglich weiter. Aber das Tor ist zu, habe ich gerade geguckt. Und dann
ist hier für mich natürlich Stopp. Klar gibt es jetzt auch Leute, die würden hier drüber klettern, wie auch immer. Oder ein Loch einschneiden. Aber das mache ich nicht. Da hinten war eine Einbahnstraße. Ich weiß nicht, ob man das Schild sieht. Ja, wenn der Fokus das fokussieren würde. Kann man so. Um drüber. Hier wieder Häuser. Hier komplette Reihe. Mehrfamilienhäuser. Es ist also. Was hier passiert ist, das wüsste ich gern mal. Hab ich. Oh, guck mal hier. Das ist doch eine Lüftung für eine Bunkeranlage, die da aus dem Boden kommt. Es war hier militärisch eine sehr, sehr wichtige Gegend damals. Eventuell ist das Tatsache noch aus der Zeit. Das weiß ich aber nicht. Das weiß ich Tatsache nicht. Und dann, also es sind nur Spekulationen, die ich hier jetzt loslassen kann. Immer noch eine Einbahnstraße, auch schon komplett zugewachsen der Block, dahinter noch ein Block, alles Wohnhäuser, wohin man guckt und alles steht leer und das seit Jahren. Aber warum? Vielleicht finde ich dazu noch ein bisschen was raus. Speedramps, Achtung. Hier mitten im Busch steht so eine Laterne, ey, das ist, lässt ja nur andeuten, dass hier dann mal die Straße reingeführt hat, alles zugewachsen, man sieht nur noch die Laterne aus dem Grün hochsteigen. Schaut mal hier, es gab noch einen sehr, 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 sehr kleinen Bolzplatz. Das hier ist die Zufahrtsstraße, was, Entschuldigung, das ist die Zufahrtsstraße, eine sehr, sehr, sehr schmale Zufahrtsstraße, aber zweispurig, ein bisschen Markierung sieht man noch, was auch darauf hindeutet, da das so, so schmal ist, dass es hier schon aus längst, längst vergessenen Zeiten ist. Mit dem Auto kommt man hier aber nicht hin, man muss hier zu Fuß hingehen. Aber auch das ganze Areal ist abgesperrt. Da hinten ist ein Haupttor, welches aber offen stand. Gott sei Dank. Sonst hätten wir hier nicht gucken gehen können. Naja. Aber es ist schade, beziehungsweise das wusste ich auch nicht, dass hier jedes Grundstück nochmal einzeln eingezäunt ist. Was es ganz schön wieder sehr, sehr crazy macht. Naja. Vielleicht finde ich dazu noch was raus, vielleicht nicht. Mal sehen. Jo, Freunde, das war's hier von diesem verlassenen Ort. Das verlassene Dorf. Leider sind wir in keins der Gebäude reingekommen. Und wirklich, wirklich alles eingezäunt. Das ist auch komisch hier, ne? Was sind das für Parkbuchten mit den riesigen Stein. Naja, es wird seinen Grund gehabt haben, warum wir da nirgendwo reingekommen sind. Und
Ja, vielleicht finde ich zu dem ganzen Ding hier noch was raus. Dann werdet ihr das im Voice-Over hören. Und wenn nicht, dann ist es einfach so. Dann ist es einfach eine kleine verlassene Siedlung, in der offensichtlich mal ziemlich viele Menschen gewohnt haben. Und warum auch immer das Ding jetzt verlassen ist. Na gut, auf zur nächsten Location.